Wir müssen gezielt Innovation fördern, wir müssen Startups fördern. Wenn wir uns anschauen, wo Europa in Sachen künstliche Intelligenz steht, dann ist es wichtig, die zwei großen Spieler in der Welt mit zu berücksichtigen. Und das ist auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite China. In USA sind die großen Technologiespieler, die ganz massiv in das Thema KI investieren. Auf der anderen Seite haben wir in China den Staat, der die Anwendung von künstlicher Intelligenz als eine der strategischen Top-Prioritäten für das Land gesetzt hat. In Europa haben wir auf der einen Seite sehr viele gut ausgebildete Leute, auf der anderen Seite auch viel Industrie. Aber wenn wir das Ganze in diesem globalen Kontext berücksichtigen, dann ist es tatsächlich aktuell so, dass wir im Bereich künstlicher Intelligenz in der Anwendung davon aktuell deutlich hinterher sind. Das heißt, wenn wir in Europa in dieser Spitzengruppe aufgenommen werden wollen, dann müssen wir KI an verschiedensten Stellen anpacken und entsprechend als Schlüsseltechnologie fördern. Auf der einen Seite geht es darum, wirklich ein breites Wissen zu dieser Technologie aufzubauen. Während in China bereits in Grundschulen künstliche Intelligenz zum Unterricht gehört, wird es bei uns, wenn überhaupt, an der Universität gelehrt. Das heißt, wir müssen bei Mitarbeitenden, bei Studierenden, bei der Gesellschaft insgesamt ein gewisses Wissen zu dem Bereich künstliche Intelligenz aufbauen, das auch dazu führt, dass wir offener und optimistischer mit dieser Technologie umgehen. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass wir einem Führungsanspruch gerecht werden. Das heißt, wir müssen gezielt Innovation fördern, wir müssen Startups fördern, die diese Technologie einsetzen, um global auch in diesem Führungsgruppe an Technologieführern entsprechend mitspielen zu können. Das heißt, wenn wir uns Europa einmal im Detail anschauen, dann haben wir auf der einen Seite ein wahnsinniges Potenzial, weil wir ein sehr starkes Bildungssystem haben und sehr viel gut ausgebildete Leute. Und auf der anderen Seite ein großes Forschungsnetzwerk und global gesehen können wir auf der Forschungsseite durchaus im Bereich KI mit den großen Spielern mithalten. Als dritten Bereich gibt es die Industrie und sehr viel Domänenwissen, sehr viel Fachkompetenz ist in dem Feld vorhanden. Wie wir das bei Applied AI aktuell machen, ist, dass wir auf der einen Seite als Zukunftszentrum dieses Grundlagenwissen entsprechend aufbauen und auf der anderen Seite mit dem Programm KI Transfer Plus mit dem Bayerischen Digitalministerium zusammen wirklich nachhaltige Kompetenz im Bereich KI bei Unternehmen in verschiedenen Regionen in Bayern aufbauen. Der systematische Einsatz von künstlicher Intelligenz beginnt auf der regionalen Ebene. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir in den Regionen KI-Kompetenz in Unternehmen aufbauen. Gerade in Deutschland profitieren wir maßgeblich von unserem Mittelstand, wobei die wenigen KI-Talente tendenziell eher zu den Großunternehmen gehen. Wie wir dieses Thema angehen als Applied AI, ist, dass wir auf der einen Seite über die Zukunftszentren KI in die Breite, in die Ausbildung, in die Weiterbildung von Mitarbeitenden integrieren und auf der anderen Seite mit dem Programm KI Transfer Plus mit dem Bayerischen Digitalministerium zusammen KI wirklich nachhaltig in Unternehmen verankern, sodass dort langfristige Innovationen aufgebaut werden können. Wenn wir also KI wirklich so einsetzen wollen, dass wir global mit den großen Nationen mithalten wollen, dann müssen wir das Thema etwas anders angehen. An die Politik gerichtet geht es darum, dass wir künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie so begreifen, dass wir führend in dem Bereich werden. Das heißt, nicht nur Grundlagenwissen vermitteln, sondern entsprechend neue Wege eingehen, gewisse Risiken eingehen, auch mal festzustellen, dass die Wege, die wir einschlagen, vielleicht nicht funktionieren. Aber führend in dem Bereich zu sein, heißt eben entsprechend auch etwas auszuprobieren und Risiken einzugehen.
An die Wirtschaft gerichtet geht es darum, wirklich zu verstehen, dass KI eine der ganz maßgeblichen Schlüsseltechnologien der Zukunft ist. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr in diesen Bereich investieren, um wirklich Kompetenz auf der Anwendungsseite aufzubauen. Und das hilft nicht nur, wenn jeder seinen eigenen Weg geht, sondern wir müssen zusammenarbeiten, kooperieren und gemeinsam voneinander und miteinander lernen. Und an die Gesellschaft gerichtet, KI ist ein Werkzeug, ist eine Grundlagentechnologie wie viele andere Technologien auch. Und wir haben jetzt die einmalige Chance, als Europa KI so zu gestalten, dass sie unseren Werten entspricht, dass wir den Einfluss nehmen auf die Innovationen für unsere Zukunft. Dementsprechend lasst uns offen sein, lasst uns in den Austausch gehen mit den Anwendern, aber lasst uns eine gestalterische Einstellung gegenüber dieser Technologie einnehmen.